Fritz Pleitgen, Sie sind nach wie vor Geschäftsführer, auch nach dem halben Jahr der Ruhr 2010. Sie haben richtig... Nee, überhaupt nicht. Im Gegenteil, ich merke, dass weiterhin Riesenspaß bei der ganzen Geschichte ist. Ich möchte jetzt von Ihnen mal, wir haben gerade diese positive Bilanz gehört, dass wir praktisch in dem halben Jahr schon die Zahlen erreicht haben, die eigentlich nach einem Jahr erst erreicht sein sollten. Möchte von Ihnen jetzt gar nichts weiter Positives in dem Sinne hören, sondern einfach mal etwas Persönliches. Die Highlights für Sie im ersten halben Jahr und was Sie glauben, was Ihre Highlights im zweiten halben Jahr werden, beziehungsweise worauf Sie sich am meisten freuen? Ich habe viele Highlights erlebt. Es hat ja gleich begonnen mit der Eröffnung. Die hat einen spektakulären Charakter angenommen, auch dank des Wetters. Von dieser Veranstaltung ist dann der Funke auf die ganze Region übergesprungen. Das war ein großer Erfolg. Ein Highlight war natürlich auch die Odyssee Europa. Ich habe die ganze Tour mitgemacht. Das hat sich sehr gelohnt, dass diese Theater und Autoren dort ein Gemeinschaftswerk geschaffen haben, aber jeder auf seine Art und Weise. Das schönste Museum der Welt, diese Ausstellung mit den Kanonen der Moderne, Kandinsky, Chagall, das ist ein weiteres Highlight gewesen. Aber es waren auch die kleinen Sachen, die mein Herz erfreut haben, beispielsweise die Entdeckung des Schriftstellers Gustav Sack, bis dahin weitgehend unbekannt in Schermbeck. Dieser Mann hatte den größten Respekt gewonnen bei Thomas Mann, bei Ernst Jünger und Erich Maria Remarque. Das hat man jetzt erst festgestellt, dank der Kulturhauptstadt. Oder die AIDA auf der Halde in Bottrop. Und natürlich La Fura del Baus hier in Duisburg war ein weiteres Highlight. Ich könnte jetzt noch weiter erzählen. Aktion Schachzeichen habe ich wunderbare Begegnungen gehabt. Das Gleiche gilt für den Day of Song mit dem Höhepunkt dann in der Schalke Arena. Also diese Kulturhauptstadt hat auch, was die Veranstaltung angeht, mein Herz erfreut. Okay, dann noch die perspektivischen. Na, wir haben jetzt schöne Veranstaltungen vor uns. Ich denke da an das Theater der Welt. Das beginnt gleich mit einem sehr starken Auftritt mit der Barockoper von Karl-Heinrich Graun. Montezuma, dazu hat kein anderer als Friedrich der Große das Libretto geschrieben, darauf freue ich mich sehr. Dies ist eine Neuinszenierung, dann natürlich, und ich hoffe, wir treffen uns dann alle wieder, auch Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, auf der A40, Stillleben, Ruhr-Schnellweg, das wird sicher eine große Veranstaltung werden, bei denen sich viele Menschen auf die Beine machen. Ich hoffe nur, wir haben schönes Wetter, wie wir das heute genießen können. Dann geht es weiter mit der Love Parade in Duisburg. Da kann ich nicht dabei sein, weil ich mich da auf einem Kurzurlaub befinde. Aber dann freue ich mich auf Mahlers Achte hier in Duisburg. Fantastische Veranstaltung mit über 1300 Mitwirkenden in der Kraftzentrale des Landschaftsparks Nord. Dann Meles, eine weitere schöne Veranstaltung. Da macht sich ein Festival auf die Schienen unterwegs, kreuz und quer durch das Ruhrgebiet. Im November werden wir eine große Veranstaltung, Wissenschaftsveranstaltung haben, Global Young Faculty. Da werden die talentiertesten Nachwuchswissenschaftler mit den Koryphäen ihrer jeweiligen Disziplinen zusammenkommen, um über Zukunftsfragen nachzudenken. Was ich davon gehört habe, macht mich außerordentlich neugierig. Das wird eine sehr ertragreiche Veranstaltung. Und dann überlegen wir noch, ob wir einen Abschluss festmachen. Alle wollen das. Wir haben auch schon sehr konkrete Pläne dazu. Aber uns fehlt noch das Geld. Aber bis jetzt ist ja noch nicht aller Tage Abend. Ich denke, es wird mit Sicherheit noch den einen oder anderen Sponsoren geben, der sagt, das war so toll, ich mache weiter. Schauen wir mal, sagt Franz Beckenbauer. Ja, der hat da meistens recht mit. Aber jetzt mal abgesehen davon noch eine abschließende Frage. Wenn Sie mit Ihrem heutigen Wissen nochmal vor die Entscheidung gestellt wären, Chef der Ruhr 2010 zu werden, würden Sie es nochmal machen? Vermutlich ja. Also zwischendurch wurde es schon ein bisschen schwierig, weil es sehr anstrengend war, die Finanzmittel zusammenzubekommen.
auch die Projekte außerordentlich viel Schwierigkeiten bereiteten, weil es sich sehr häufig um Veranstaltungen handelt, für die es überhaupt kein Vorbild gab, für die es überhaupt keine Erfahrungen gab. Aber nun ist das im Wesentlichen erreicht und vom heutigen Standpunkt aus betrachtet, ja, harte Zeit, viel Arbeit, 70, manchmal 80 Stunden in der Woche, aber ich muss sagen, es hat sich bis jetzt gelohnt. Aber fragen Sie mich am 31.12.2010, ich hoffe, dass ich dann mit gleicher Entschlossenheit sagen kann, das war die Sache wert. Ich gehe aber davon aus, danke Ihnen und wünsche Ihnen und vor allen Dingen uns und auch den ganzen Besuchern ganz viel Spaß im nächsten halben Jahr. Ja, schönen Dank und Glück auf. Oliver Scheidt, wir hatten gerade die Bilanzpressekonferenz des ersten halben Jahres Ruhr 2010. Das hört sich alles super gut an und wir wissen auch, dass es super gut ist. Aber jetzt möchte ich ganz was Persönliches hören. Und zwar rückblickend auf die letzten 6 Monate Ihre persönlichen Highlights und vorausschauend auf die nächsten 6 Monate das, was Sie am meisten interessieren wird. Mich hat besonders gereizt, immer mal so etwas ungewöhnliche Dinge zu erleben. Zum Beispiel eine Wohnsiedlung im Kreuz Kaiserberg. Da war ich in meinem Leben noch nicht. Und was die Leute da aufgestellt haben, die haben Ziegelsteine aus einer abzureißenden Kirche entfernt, Dachziegel, und da ist plötzlich unser Logo aufgetaucht, Ruhr 2010. Dann habe ich dort gelernt, dass es in diesem Areal eine Fischzucht gibt. Ich habe selten so leckere Forellen gegessen. Kann ich bestätigen. Und all solche Entdeckungen, die man macht. Man denkt schon, man lebt hier 50 Jahre, kennt das Ruhrgebiet, und dann findet man solche Dinge. Oder in Bergkamen und Holzwickede, wo ich dann unterwegs war bei der Biennale für Lichtkunst, bin ich in Privatquartiere gekommen und habe gelernt, dass dort Menschen sich mit internationalen Lichtkünstlern zusammengetan haben und ihre Räume fantastisch gestaltet haben. Auch das Zentrum für internationale Lichtkunst in Unna kannte ich schon, aber es ist ja erweitert worden. Und das sind so Entdeckungen, die ich besonders interessant fand. Und dann waren die Highlights natürlich Schachzeichen, Day of Song, wo Emotionen einfach eine große Rolle gespielt haben, auch bei mir. Und die kommenden? Im zweiten Halbjahr bin ich sehr gespannt auf den Meles-Zug, der 3 Wochen lang durchs Ruhrgebiet fährt, wo wir auch viele, viele Begegnungen haben werden mit Leuten, die wir noch nicht kennen, Künstlern mit Migrationshintergrund, die vielleicht in ihrem Keller bisher ihre Dinge gezeigt haben oder geprobt haben. Und ich freue mich auf diese interkulturellen Begegnungen. Ich bin Asli Seven dem sehr dankbar, dass sie mit dafür gesorgt hat, dass Leute, die sonst auf der Straßenkunst machen oder in den Hinterhöfen, dass die auf die Bühne kommen und auf ungewöhnliche Bühnen kommen. Und deswegen freue ich mich ganz besonders aufs 2. Halbjahr, weil das noch ungewöhnlicher wird als das erste. Mit dem Wissen von heute, das ist jetzt meine abschließende Frage, würden Sie sowas nochmal machen? Ich habe es noch nicht und noch nie bereut, die Kulturhauptstadt vorangetrieben zu haben. Ich weiß aber auch, welche Kraft das kostet. Ich kann, glaube ich, sagen, dass ich ein Jahr Kulturhauptstadt-Arbeit dafür 2 Jahre älter geworden bin. Aber ich bin auch an 3 oder 4 Jahren Erfahrung reicher geworden und das möchte ich nicht missen. Also mit anderen Worten, auch ohne diesen Spaß ging es gar nicht. Nein, wir haben sehr viel Spaß, wir haben sehr viel Humor und wir sind ja eine der ganz, ganz wenigen Kulturhauptstädte, die in der Führungsriege zusammengeblieben sind. Die meisten haben es dann doch erleben müssen, dass ein Intendant ausgeschieden ist, dass die Geschäftsführung es nicht ausgehalten hat, dass es politische Ränkespiele gab, was auch immer dann über Gründe waren. Wir sind zusammengeblieben. Das ist eine tolle Zusammenarbeit mit Fritz Bleitgen, den 4 Direktoren. Und auch da gibt es ganz großartige Zusammenhalt und Freundschaften. Und das wird mich auch in der Zukunft weiterhin, hoffe ich, begleiten. Danke, Herr Scheidt. Bitte.